Ja, herzlich willkommen zu einem deutschsprachigen Tutorial zum Tenten Music Black Box Sampler, einem wirklichen Hosentaschen-Sampler, nicht größer als ein Chaoscillator, vielleicht ein kleines Stückchen, sehr robust verarbeitet. Größenvergleich mal hier mit einem Pocket Operator. Die Black Box hat ein Touchscreen, auf dem ich die diversen Sounds eben einstarten kann, entweder als Clips oder als Samples. Natürlich kann ich auch über ein Keyboard spielen. Und außerdem hat er einen Sequencer. Ich kann mehrere Sequenzen aufnehmen und dann im Song-Mode zu kompletten Songs arrangieren. Wenn ihr euch wundert, was im Hintergrund die Geräusche sind, ich bin gerade mit den Kindern draußen und deswegen ist es doch ein wenig lively. Vielleicht kann ich das ein oder andere Sample einfangen. Soweit so gut. Die Blackbox ist 16-stimmig, Stereo-Samples, vorzugsweise mit 48 kHz. Anschlussseitig hat die Blackbox eine Menge zu bieten, und zwar drei Stereo-Ausgänge in Stereo-Mini-Klinke, Kopfhörerausgang, ein Stereo-Sample-Eingang, MIDI als THS-Buchsen. Wichtig hier achten, welche Belegungen. Es gibt ansonsten einen Adapter von RetroKids, der dann eben funktioniert, zum Beispiel mit einem OPC. Der funktioniert mich nicht unmittelbar, weil die Polarität anscheinend anders ist. Da gibt es ja zwei verschiedene Formate. Dann Clock In and Out und dann Device, das heißt für einen klassischen USB-MIDI-Device. Ich kann hier anschließen USB-Tastaturen und ähnliches. Und dann zu guter Letzt mit der USB-A-Steckverbindung für meine Stromversorgung. Jede USB-Powerbank reicht für viele Stunden Spaß mit der Blackbox. Ja, die Blackbox kann eine Menge. Sie hat auch eingebaute Effekte, und zwar derer zwei. Also da wäre einmal ein Delay und dann FX2 ist ein Reverb, die ich dann in meinem Mix komplett einsetzen kann. Es gibt eine Mixerseite, auf der kann ich für jedes Pad die Lautstärke bestimmen, aber eben auch das Panning mit den jeweiligen beiden Drehencodern. Auswahl natürlich entsprechend übers Display. Wenn ich die Back-Taste drücke, komme ich in den Modus, um einzelne Pads zu muten. Es gibt dann hier die Preset-Seite, auf der ich eben meine Bänke laden kann oder eben speichern kann. Und dann die Tools, da ist einmal Brightness für die Helligkeit des Displays, Headphone-Ausgang, ein zusätzlicher Kompressor, um zu vermeiden, dass die Blackbox verzerrt. Gerade viele Samples mit vielen Spitzen können schon mal schnell zerren. Dann auf der nächsten Seite ist alle wesentlichen Einstellungen für meinen Record-Modus, der Samples, aber auch der Sequenzen, Metronom und so weiter, ob ich für sämtliche Pads dieselbe Einstellung haben möchte oder unterschiedliche. Dann natürlich der Bereich MIDI-In. Da kann ich einmal natürlich MIDI-Pads ansteuern mit einem separaten MIDI-Kanal und dann die MIDI-Keys. Dazu gleich mehr, denn ich kann einmal so ein Pad als ein klassisches Drum-Pad verstehen, das ich dann eben entsprechend anspiele. Oder aber ich kann es auch als eine Keyboard-Spur spielen. Und wie ihr hört, der Blackbox gibt eine Menge her, denn er hat im neuesten Update auch noch eine Granularsynthese spendiert bekommen, die großartig ist. Dazu gleich mehr. Die Blackbox selber speichert auf SD-Karten, und zwar Mini-SD-Karten im neuesten Format. Das heißt, ich kann auch Karten mit einer extrem hohen Kapazität nutzen. Ich habe momentan eine 128 GB Karte drin. Das ist für so ein kleines Device für unterwegs natürlich eine ganz schöne Menge an Sounds, was da Platz hat. Es ist also insofern, man könnte es fast schon als so eine Art Baby-MPC Live bezeichnen, denn auch die AK-MPC hat 16 Pads. Die Blackbox ist natürlich auch nur 16-stimmig, das heißt, ich muss mit meinen Stimmen haushalten. Ich habe dann auch wieder als Pad-Modus verschiedene Sequenzen. Die Sequenzen, die ich
aktiviere, schalte ich quasi so an, dass sie hinterlegt sind. Und jetzt starte ich mal. Soweit mal schnell ein Arrangement zusammengespielt. Wir schauen uns die Funktion ein wenig näher an von der Blackbox. Zuerst einmal der Sampling-Vorgang selber. Ich suche mir jetzt mal ein freies... Ja, genau dieses Pad. Wenn ich auf Info drücke, also Pad, und das Pad auswähle und dann Info, bin ich bereits in den Funktionen, die mein Sample betreffen. Und zwar kann ich hier einmal über dieses kleine Pad natürlich die Pads separat der Reihe nach auswählen und mir anschauen und editieren. Ich bekomme dann hier den ganzen Namen angezeigt. Wenn ich da drauf drücke, könnte ich auch ein anderes File laden oder aber auch abspeichern. Einstarten, was natürlich auch hier unten geht, über die Record, Stop und Play-Tasten. Und hier kann ich auswählen zwischen den verschiedenen Modis für das Pad. Ich kann entweder als ganz simples Sample abrufen mit einem Start- und Endpunkt und Looping-Punkten, also klassisches Sample, das ich zum Beispiel dann im Keyboard-Modus spielen kann oder eben einzelne Bassdrum, Snare-Drum. Dann habe ich den Clip-Mode, in dem ich normalerweise eben Loops, zum Beispiel Drum Loops, aber auch andere Loops, Vocal, Hooks und ähnliches einfahren kann. Dann gibt es den Slicer Mode, mit dem ich eben mein Sample unterteilen kann in viele kleine Einzelteile. Ich werde es dann nochmal zeigen genau. Und dann gibt es die Funktion Granular, mit der ich dann eben Granularsynthese anwenden kann. Sämtliche weiteren Submenüs erreiche ich übrigens auf sämtlichen Tasten dann immer mit der Info-Taste, die ich dann mehrfach drücke, um durch die verschiedenen Menüs zu kommen. Wir samplen jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal einen Pocket Operator, den ich angeschlossen habe.
So, ich schau mal hier. Tempo müsste passen. Zeichne mal auf. Die Länge. Ach, ja, ich zeichne mal 4 Bars auf. So, Record Monitor on. Die Aussteuerung unten. So, und schon gehe ich auf Record. So, hier schön. Und schon ist das Sample eingebaut. Ich könnte es auch unmittelbar nutzen. Ich stelle jetzt aber noch ein paar Funktionen ein. Also zuerst mal nehme ich natürlich Effekte runter. Genau. Als nächstes schaue ich mir an, mein Sample hat dann in der Einstellung über die Taste Info sämtliche Grundparameter, einmal den Level, also die Lautstärke meines Samples, kann ich hier entsprechend regeln, Pitch, also die Tonhöhe. Dazu gibt es zu sagen, dass wenn ich das Sample dann als Clip Mode ablaufen lasse, wird es dann automatisch getimestretched. Als nächstes habe ich eine Filterfunktion. Nach links ein Low Pass, nach rechts ein High Pass Filter. Dann die verschiedenen Modi zum Ansteuern meines Samples. Entweder den Trigger Mode. Trigger Mode bedeutet, ich drücke einmal auf das Sample, lasse die Taste los und das Sample läuft komplett durch, je nachdem als Loop oder dann endlos oder eben als einzelnes Sample. Im nächsten, der Gate Mode, ist der klassische Mode, wie ich ja ein Keyboard spiele, das heißt, solange ich die Taste drücke, erklingt dann in Abhängigkeit meiner Hüllkurve der Sound. Als letztes dann der Toggle Mode, bedeutet, ich drücke einmal, das Sample wird gestartet und läuft je nachdem den Loop unendlich lang weiter, bis ich ein weiteres Mal auf die Taste drücke oder auf das Pad drücke und dann wird es wieder ausgeschaltet. Diese Funktion habe ich auf dieser Ebene. Als nächstes die Hüllkurve, klassische ADSR-Hüllkurve mit Attack, Sustain, Decay, Release. In den Einstellungen kann ich vornehmen Sample, Loop Mode, vorwärts, bidirektional, also in beide Richtungen, vorwärts und rückwärts oder rein oder gar nicht. Dann von vornherein das Sample rückwärts wiedergeben. Dann natürlich die Grundnote meines Samples. Und wir sind bereits, wie ihr seht, im Grain Mode. Ich habe das Sample jetzt als Grain interpretiert, was ich natürlich jederzeit ändern kann, indem ich auf Info drücke und hier meine Auswahl zum Beispiel eben auf Sample gebe. Aber wir bleiben jetzt mal gleich in den anderen Modi, in dem Fall mal im Granular Mode. Und hier habe ich die Möglichkeit, jetzt über Info einmal die Startposition meines Grains zu bestimmen. Als nächstes die Grain Size, Spread und so weiter, die Anzahl der Grain Seeds und das Tempo. Und schon habe ich einen klassischen Klingt natürlich jetzt mit einem Drum Sound nicht so beeindruckend. Wenn ich auf das normale Display gehe, dann sehe ich natürlich das ganze Sample. Ich kann hier auch zoomen und dann entsprechend meine Startpunkte und Endpunkte einmal für
für mein Grain, aber auch für sämtliche andere Loop-Funktionen einstellen. Wir gehen jetzt mal kurz auf ein anderes Grain. Hier ist auch bereits ein Grain-Sound, den ich vorher eingespielt habe. Das ist ein langes Grain. Und da schauen wir uns mal die Parameter kurz an. So, wir gehen auf Pads. Ich habe also für mein Granular natürlich auch meine klassische Hüllkurve, die ich bedienen kann. Und dann natürlich die Möglichkeit hier, das in die Unendlichkeit zu dehnen. Aber auch hoch zu speeden. Soweit zum Granular, zur Granular Engine. Wenn ich das Sample, wir gehen jetzt wieder auf dieses Sample, was ich gerade gesampelt hatte, interpretieren es wieder als normales Sample. Jetzt kann ich natürlich bestimmen, ob mein Sample mono oder poly sein soll, je nachdem, ob ich es auf dem Keyboard spielen möchte. Mehrstimmig, in dem Fall ist ein Drumloop mono. Level und Pitch habe ich entsprechend eingestellt. Wir benutzen jetzt mal Trigger. Brauchen keine Hüllkurve. Brauchen es auch erstmal nicht loopen. So. Und so haben wir unser klassisches normales Sample im Trigger-Modus, den ich übrigens immer wieder stoppen kann hierüber. Ich höre meine Stopp-Taste. Als nächstes sehen wir uns an, wenn wir das Sample als Clip interpretieren. Jetzt könnt ihr gleich sehen, dass, wenn ich den Pitch ändere, entsprechend mein Sample sein Tempo behält. So. Wir interpretieren jetzt das Sample mal im Slicer und im Slicer kann ich dann bestimmen, wie viel Slices ich machen möchte und zwar auf verschiedene Art und Weise. Also das Sample in Einzelteile zu zerschneiden. Dazu kann ich entweder den Scan-Mode nutzen, dann stelle ich einen entsprechenden Threshold ein, also den Pegelwert, ab dem geschnitten werden soll. Das heißt dann in Abhängigkeit der schnellen Starttransienten werden da meine Samples geschnitten, was durchaus sinnvoll für einzelne Drum-Sounds sein kann. Im Falle eines Drum-Loops benutze ich jetzt den Grid und kann dann sagen, ich möchte das Ganze zum Beispiel in 32 Slices zerlegt bekommen. Jetzt kann ich die einzelnen Teile meines Samples, die Slices als solches einzeln abspielen. Natürlich gibt es noch viele Möglichkeiten, es anderweitig zu interpretieren. Dazu drücke ich nochmal Info. Einmal den Loop-Mode für die Slices. Ich kann Slice-Sequenzen angeben, sogar random, wo dann meine verschiedenen Slices im Zufall, dem Zufall nach ausgewählt werden, was durchaus nicht verkehrt sein kann, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mehrere 20, 30 Hi-Hat-Schläge aufzeichne, dann kann ich über den Zufallsmode doch eine sehr, sehr natürlich klingende Hi-Hat erzeugen, denn sie wird dann immer zufällig ausgewählt. Als nächstes natürlich auch eine klassische Hüllkurve. So weit, so gut. Und dann auf der letzten Seite, was bei allen Sample-Funktionen, bei allen Pads gleichermaßen ist, die Möglichkeit zu bestimmen, welche MIDI-Note gesendet wird über das Pad, beziehungsweise über welchen Kanal und über welchen Kanal empfangen wird.
Soweit, so gut. Das sind die grundsätzlichen Funktionen. Granular hatten wir uns bereits angeschaut. Das Schöne ist, dass unsere Blackbox nie in die Not kommt, dass der Speicherplatz nicht reicht, denn es gibt keinen internen Arbeitsspeicher, sondern nur die SD-Karte, von der geladen wird. Was natürlich auch eine Schattenseite hat, denn es gibt durchaus Engines, wie zum Beispiel die Granular, die sehr, sehr viel Power, ja, sehr viel Rechenressource nützt und natürlich auch viel lesen muss von der Karte. Und da kann die Blackbox dann schon mal anfangen, ein wenig zu stottern. Aber wenn man mit seinen Stimmen gut haushaltet, kommt man normalerweise durchaus hin. Zu guter Letzt, wie funktioniert der Aufnahmemodus? Ich kann ja mehrere Sequenzen parallel eben abfeuern. Wenn ich jetzt Start drücke, es ist keine Sequenz ausgewählt, passiert nichts. Ja, jetzt lasse ich erstmal hier 2 Sequenzen oder 4 Sequenzen laufen. Genau. Und möchte dazu meinen neuen Drum Loop mit einbauen. Den hatten wir, glaube ich, hier drauf. Ich suche mir also eine Sequenz aus, auf der ich aufzeichnen will, dass ich nichts anderes überschreibe. Ich könnte natürlich in eine Sequenz, die bereits besteht, reinschreiben, möchte ich aber nicht. War die falsche? Ach, wir haben ja momentan Slices. Gut, dann verlassen wir den Slice-Modus und interpretieren das Ganze als Sample. So, und stellen den Pitch auf Normalwert. Schauen uns dann noch die Einstellung an. Passt alles soweit. Trigger. Genau. Gehe auf Aufnahme. So. Jetzt müsste es funktioniert haben. Ja, das waren 32 Schritte, das wären eigentlich nur 2 Takte in dem Fall gewesen. Das kann ich Ihnen jetzt aber nachträglich auch sagen. Und hier mein Sample entsprechend nacheditieren. Die Auswahl meiner Samples, ich habe jetzt nur eins momentan, ich gehe mal kurz in anderes, funktioniert folgendermaßen. Mit dem oberen Encoder wähle ich meine entsprechende Note aus, die ich dann mit den anderen Encodern in Position und Länge verändern kann. Ich kann natürlich auch jederzeit selber Noten einzeichnen. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier lösche und dann nehme ich das Pad 6, Add Clear, dann kann ich ganz einfach diese Note selber einsetzen. Und dann natürlich zum Beispiel in der Länge verändern. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Und dann muss ich natürlich die Sequenz auch aktivieren. War es das Pad 6? Ja. Soweit das Kurztutorial zur Blackbox von 1010 Music, ein faszinierendes, großartiges Instrument, der Größe nach ein komplettes Pocket-Studio, mit dem ich samplen, alles gleichzeitig tun kann und meine Songs arrangieren kann. Meiner Meinung nach sehr gelungen und natürlich gibt es eine Menge Updates, insofern freue ich mich schon, was in Zukunft kommen wird. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über euer Abo freuen, aber natürlich auch über einen Like-Button. Wenn es Kritik gibt, dann schreibt mir diese Kritik hier unten in die Comments rein. Ansonsten bis bald, euer Bruno, tschüss.